meine gottverfickte Scheiße, Mike! Scheiße, was geht mal wieder ab? Scheiße, gottverfickte Weihnachten, nächstes Mal. Mike, was geht mal wieder ab? What's fucking poppin', Felix? Mikey, was diese geht? Guck mal, es fängt schon wieder an. Sobald du mir noch mal einmal reinlaberst, Mike, dann fick ich deine scheiß Katze, Bro. Mike! Diese Folge existiert nun an Weihnachten. An Weihnachten kommt diese Folge raus. So wie auch unser Podcast. Checkt ihn unbedingt aus. Er hat zwei Vermengte. Super krass. Checkt ihn unbedingt aus. Die vierte Folge an Weihnachten. Wir haben uns gemeinsam überlegt, als beste Freunde, daran sind wir beide gleich daran beteiligt, dass wir heute über Straftaten reden. Über Straftaten, die wir begangen haben, weil was passt besser zum besinnlichen Weihnachtsfest der Liebe als verfickte Straftaten? Die sind natürlich alle verjährt. Natürlich. Und wir haben damit auch eigentlich nichts zu tun. Das sind alles fiktive Straftaten, die uns zugespielt worden sind. Wir erzählen sie nur in der Ich-Perspektive. Ja. Wir haben ja noch gar nicht getanzt und dann heulst du mich wieder nach dem Video heute Abend irgendwann vor, weil ich schon gar keinen Bock mehr habe, okay? Dieser Dreckstanz, den alle so witzig finden. Dieser komplett unnötige, sinnbefreite Dreckstanz. Ja, die Musik, wir tanzen, cooler Tanz. Fickt euch! Mike, darf ich jetzt aber rausreden nach dem Tanzen? Ich hab doch gar nichts gesagt. Du stimmst mir zu, Mike, wenn ich sage, dass diese Geschichten alle fiktiv frei erfunden sind und wir sie einfach nur aus Trotz, aus der Ich-Perspektive erzählen, dass man so denken könnte, wir waren das in dieser Geschichte, ja? Ey, wenn du das sagst, Mann. Aber wir waren es in Wirklichkeit eigentlich gar nicht. Okay. Okay, Mikey, zuallererst mal möchten wir uns natürlich in beidem Namen dafür bedanken, dass der Podcast so gut ankommt. Heute, an Heiligabend, kommt auch eine Folge vom Podcast raus. Checkt den unbedingt ab. Zwei Vermengte auf Instagram und von da aus findet ihr den Weg. Spotify, iTunes, Deezer, überall. Hört den euch unbedingt an. Das ist mein Podcast. Und jeder weiß das. Das ist mein Weihnachtssong, du Sohn. Mike, es geht ja heute um verfickte Straftaten. Mich würde interessieren, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm sind die Straftaten, die du begangen hast? Von der Skala von 1 bis 10 auf einer Skala. Eine ja, Skala drauf, von 1 drauf, bis auf 10. Der Skala drauf. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen... Also 10 ist 1 vor Knast. 10 ist 1 vor... Oh ja, was wäre dann Knast, wenn ich jetzt sagen würde... Ja, Knast wäre Armageddon. Halt doch ja mal kurz deine dumme, fette Fresse. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Straftat begangen hätte, für die ich definitiv lebenslänglich kriegen würde, es weiß bloß keiner. Ich wurde noch nicht erwischt. Was wäre das dann? Das war eine 11. Und die sind ja nur, wenn ich hier sowas erzählen würde, wäre ja nur erfunden. Ja. Wenn ich ja jetzt sagen würde, ich habe eine... mit einer Usigan. Bin fertig. Sag mal ganz, ganz kurz, Mike. Die Straftaten, die wir gleich uns jetzt erzählen, die frei erfunden sind, natürlich. War dein, also, ich frag's mal ganz direkt, hast du verfickte kriminelle Energie in dir drin? Definitiv. Ich habe bloß zu viel Angst, erwischt zu werden, deswegen lebe ich sie nicht aus. Wäre ich schlauer oder hätte ich eine gewisse Narrenfreiheit, dann würde ich für nichts mehr garantieren. Ich würde schreckliche, schreckliche Dinge tun. Für ein bisschen Geld, für einen richtigen Betrag würde ich schreckliche, schreckliche Dinge tun. Würdest du in den Arsch hineinbumsen für 10.000? Auf gar keinen Fall. Oh, mach 15 raus, ich bin ungeschützt dabei. Okay, 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 okay. Ey, wenn wir nicht gecancelt werden würden, wären wir so lustig, Digga. Wir sind auch so scheiße lustig. Ja, Straftaten. Die sind nicht so schlimm. Ich habe jetzt noch niemanden umgebracht. Habe jetzt noch nichts abgezogen, wofür ich theoretisch in den Knast reingehen würde. Okay. Aber ich sag mal so, man war ja jung, man war naiv, man war ein bisschen dümmlich. Da war schon das ein oder andere kleine Fauxpas dabei. Okay. Ich bin fertig, du Hurensohn. So, Mike, ich würde gerne wissen von dir, was war deine schlimmste, die du in meiner Folge erzählst, also was ist die schlimmste, die du in meiner Folge erzählen würdest, Story, die du getan hast? Ich habe viele schlimme Dinge getan. Das sind jetzt für sich alleine nicht so schlimme Dinge, aber die summieren sich halt, sage ich mal. Ich würde sagen, eins der schlimmsten, oder für die man vielleicht auch am ehesten belangt werden könnte, ist der illegale Konsum von Kiff-Marihuana. Das ist das Schlimmste, was du gemacht hast? Nö, aber so vom, also wofür du, wie hart du bestraft werden würdest in dem Fall der Fälle. Okay. Und es ist halt faktisch illegaler Drogenkonsum, Felix, und dass du das so auf die leichte Schulter nimmst, das lässt wirklich tief blicken, weil über sowas macht man wirklich keine Witze, wie ich finde. Okay, Mike, okay. No. Ja, fing an, irgendwann 2016, irgendwo in Hannover. Erstmal ordentlich ein weggekifft wie ein Kiffbruder. Ordentlich mal eine fette Kiff-Haze weggekifft. Eins meiner ersten Kiffmale war auf einer Gartenparty in Hannover bei einem Kollegen. Habe an einem Joint gezogen, nichts passiert, nichts gespürt. Dachte ich mir, okay, was wackes Scheiß-Weed. Da habe ich ein bisschen Alkohol getrunken. Jo. Und dann wurde noch ein Joint rumgepasst. Ja, noch ein zweiter dann. Ja, ich nehme den Joint, zieh da dran und da ist es um mich geschehen. Hab einen Tunnelblick bekommen. Okay. Die Leute standen so hier in der Entfernung neben mir. Hörte sich an, als wenn ich in einem Tunnel bin, die Stimmen immer weiter weg sind. Da bin ich auf dem Fleck, wo ich stand, outgepasst, zu Boden gegangen und ohne Muskulaturspannung einfach auf den Boden geknallt. Und da haben die mich dann liegen lassen. Deine Freunde, deine vermeintlichen Freunde. Meine Freunde haben mich in diesem Garten 6 Stunden lang liegen lassen, irgendwann. Und das ist jetzt eine krasse Straftat, die du hier teilst. Bro, schämst du dich nicht eigentlich? Doch. Okay. Findest du, der illegale Konsum von Kiffgras ist nicht
Also, das ist einfach. Du, kmdd.de, keine macht den verfickten Drogen. Ich konsumiere keinen Alkohol, ich trinke keinen Liquor, ich rauche keinen Kiffweed, ich kiffe gar nichts, ich mache nichts dergleichen. Und das finde ich sehr löblich. Keine macht den verfickten Drogen. Hier geht's ja um Straftaten und keine kleinen Ordnungswidrigkeiten, du. So. Ich habe mal einen Kaugummiautomaten geknackt. Wie? Als Kind. Wie? War bei einem Freund zu Besuch, da war ein Kaugummiautomat. Okay. Sind hingegangen, haben da ein bisschen Geld reingesteckt, kam ein Kaugummi raus. Hat mir nicht gereicht. Hab gegen das Scheißding getreten und auf einmal kamen sie alle raus. Dann habe ich den zugehalten, mein Kollege hat eine Aldi-Tüte von zu Hause geguckt, haben das ganze Ding leer gemacht. Haben uns die Kaugummis schmecken lassen, glaub mal. Hatte ja, deswegen bist du jetzt auch so kugelrund. Den ganzen Kaugummiautomaten habe ich alleine verspiesen. Geil. Geil. Am selben Tag sind wir in eine Telefonzelle gegangen und haben diverse Terroranrufe in Richtung Notfallzentralen gestartet. Was sind Terroranrufe? Naja, wir haben die... Sag mal einmal. Wir waren in der Telefonzelle. Jo. Und wir haben das für eine gute Idee gehalten, an kleine Scheißkinder, da anzurufen bei Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei und die zu beleidigen, zum Beispiel. Beleidigen? Ihr habt die Beamten beleidigt, die tagtäglich Leben retten, Menschenleben. Ja, wir haben die Leitung blockiert, da wo wir angerufen haben, um irgendeinen Beamten zu beleidigen, der einfach nur seinen Job macht, Leuten helfen und seine Familie ernähren will. Ja. Da haben wir vielleicht gerade eine Leitung blockiert, die ein Leben hätte retten können. Du hast Menschen auf dem Gewissen, Mike, und das weißt du. Das kann gut sein, ja. Sind die Menschenleben nichts wert? Felix, um das alles zu verdrängen, trinke ich sehr viel jeden Tag. Okay. Ja, das war so Kleinigkeit. Aber ey, bevor ich weiter mache, Felix, komm, fang du doch mal an. Dazu möchte ich sagen, bitte Freunde, da möchten wir doch mal in aller Deutlichkeit darauf hinweisen. Bitte, bitte, ja. Das ist natürlich, ob das jetzt wahre Geschichten sind oder nicht, das könnt ihr euch selber irgendwie ausmalen, sag ich mal, wie einen verfickten Mandala. Aber ich bitte euch wirklich so tunlichst, als Vorbild zusammen mit Felix, nehmt euch da kein Beispiel dran und macht solche schlimmen Sachen nicht. Knackt keine Kaugummiautomaten, keine Zigarettenautomaten. Besetzt keine Notfallleitungen, um die Beamten zu beleidigen. Und mach sorgt das dafür, dass eventuell Leute sterben. Eine alte Granny, die gerade einen Herzinfarkt hat. Auf gar keinen Fall machen. Auf gar keinen Fall machen, bitte. Nein. Wir haben damals Klingelstreiche gemacht in unserem Wohngebiet, sag ich mal. Klingt erstmal super harmlos. Wir haben uns aber tatsächlich kleine gewitzte Uhrzeiten rausgesucht, in denen es vielleicht besonders terroristisch wirkt, Klingelstreiche zu machen. Und wir haben auch nicht nur Klingelstreiche gemacht, von wegen wir klingeln, sagen was, renn weg. Oder wir klingeln, renn gleich weg, gucken, was passiert. Nein, du nimmst einen Zahnstocher. Dann gehst du zu der Klingel hin, die du f***en willst, in den Arsch rein, ja? Oh nein. Machst sie so ein bisschen nach links, dass da so ein Spalt zwischen ist. Dann nimmst du den Zahnstocher, packst in diese Ritze, drückst den Zahnstocher samt Klingel rein und dann brichst du diesen Zahnstocher ab. Und dann gehst du weg. Und es hört erst auf zu klingeln, wenn jemand in manueller Kleinstarbeit runtergeht zur Haustür und diesen Zahnstocher da rausfriemelt. Das ist halt wirklich absoluter Huso-Move, Bruder. Das ist halt wirklich absoluter Huso-Move. Stell dir mal vor, dass Leute am nächsten Tag immer arbeiten müssen. Oder irgendwelche Rollstuhlfahrer. Du bist halt ein schlechter Mensch und du hast nichts Gutes im Leben verdient. Doch. Was habe ich noch? Ich habe noch, ich hätte mal fast einen Waldbrand ausgelöst mit ein paar Freunden. Wir hatten unsere Silvesterböller. Amen Jehova, dass diese Scheiße verboten wird. Ich finde es richtig geil, dass dieses Jahr nichts davon existieren darf. Wir hatten auf jeden Fall einen Aldi-Beutel voller Knallzeug. Voller Knallutensil. Auch harmlos Sachen, ein paar Knallfrösche, ein paar Knallerbsen. Hatten aber auch krasse D-Böller da drin. Nun ja, war ich unterwegs mit den Boys damals und wir wollten halt diese Tüte noch leer zünden. Das waren irgendwie 2-3 Tage nach Silvester. Einer hatte halt ein richtig krasses Feuerzeug mit. Also so ein, was du richtig anhaust und dann kommt da eine Stichflamme rausgeschossen. Die ist auch wirklich relativ weit. Dieses Ding hatte halt einen Wackelkontakt. Also kein Wackelkontakt, aber die Dings war locker. Auf jeden Fall war der Mann so blöde, dass der das Feuerzeug in der Tüte gelagert hat, wo die Knallfrösche und allesamt Silvesterutensil drin war. Wir wollten diesen Beutel ablegen für ein kleines Restchen und er wirft diesen Beutel halt einfach auf den Boden. Es gab ganz kurz einen lauten Knall und dann ist diese Tüte in einer super hohen Flamme aufgegangen, in einem kleinen Waldstück und ich bin voller Adrenalin auf mein Kinderfahrrad geplättert und abgefatzt. Darf ich fragen, warum genau ihr euch dafür entschieden habt, das in einem staubtrockenen Waldstück zu machen? Es war zum Glück nicht staubtrocken. Das hat auf jeden Fall einiges verhindert. Es war sehr, sehr regnerisch. Und ich glaube, das hat unseren Arsch gerettet vor der lebenslangen Haftstrafe. Ich war minderjährig. Die hätten euch ja nicht erwischt. Wärt ihr schlau, hätten die euch ja nicht erwischt, hättet ihr den Wald da abgefackelt. Ja, ich lege manchmal Lupen und Glasscherben in den Wald. Und auf so eine Scheiße stehe ich. Manchmal stelle ich bei Freunden Teelichter in die Nähe von Gardinen, wenn wir das Etablissement verlassen. Ansonsten habe ich noch so kleinere Malheure. Ich habe ein richtig riesiges Malheur. Das darf ich aber eigentlich wirklich nicht sagen. Okay, Mike, erzähl du doch aber nochmal zwei Stories oder eine. Erzähl noch eine Story. Ich weiß nicht, unter welchen Strafbestand das fällt, aber ich bin mal mit Freunden, habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, einfach durch ein paar Straßen zu laufen im Winter. Wir haben Schneebälle uns gebastelt und haben diese Schneebälle in Wohnungen einfach reingeschmissen. Damit haben wir den Tag verbracht. Wenn irgendwo ein Fenster auf war, haben wir Schneebälle genommen und die einfach tonnenweise in die Wohnung reingeworfen. Okay. Hättet da ja Technik oder
Babys treffen können, die dann daran ersticken. Ja, da können Steine in den Schneebällen gewesen sein, ein bisschen Hundescheiße. Haben wir in sämtliche Fenster geworfen. Das ist natürlich eine große Schweinerei. Wenn da mal eine Oma dann rausguckt mit einer Zigarette aus dem Fenster, kriegt so einen Schneeball an den Kopf, fällt dann Kopf über runter. Das wäre natürlich kacke gewesen, ist zum Glück nicht passiert. Okay. Sind zu Briefkästen gegangen, haben da Schnee reingesteckt, haben komplett die Briefe gefickt, die da drin waren. Dann hat uns einer erwischt. Nein. Der hat uns erwischt. Der ist uns hinterhergefahren, wir sind weggerannt, hatten Todespanik. Okay. Schlau wie wir waren, sind wir dann in den lokalen Edeka geflüchtet, wo er uns dann auf frischer Tat beim Verlassen eben dieses Etablissements gefasst hat. Okay. Und meinte, wo wohnt ihr denn? Schlau wie wir waren, haben wir ihm, weil wir so eine Angst hatten, unsere exakte Adresse genannt. Und er meinte, er ruft die Bullen. Ich warte bis heute noch auf den Brief. Hat sich die kleine Wussi wohl nicht getraut, hm? Mich zu f***en. Bei den Bullen hat er sich nicht getraut, mich zu f***en. Die anderen Stories will ich mir für mein Video aufsparen. Das bist du mir auch einfach nicht wert. Alle Stories sind gesettelt. Ich würde sagen, checkt die Folge bei Mike ab. Da gibt es weitere Stories. Wir wünschen euch ein besinnliches Weihnachtsfest bei eurer Familie. Ey, folgt uns einfach überall. Wir müssen halt nächstes Jahr so scheiße relevant werden. Bro, ihr wisst gar nicht, was passiert. Ich ziehe nach Köln. Da hinten stehen Kartons. Ich will, dass die Leute uns überall folgen. Und ich will, dass wir nächstes Jahr endlich den Reichtum und die Relevanz kriegen, die uns zusteht. Was passiert sonst? Dann, wenn das nicht eintritt, dann sind eben diese Leute dafür verantwortlich, dass dieser Zorgurt zum Einsatz kommt. Der hält wirklich viel Gewicht aus. Okay, wow. Kann ich da zum Beispiel irgendwie Dekorartikel aufhängen oder so? Oder was dachtest du jetzt? Dass du dich damit einfach erhängst, Bro. Ach so, das würde ich aber an der Türklinke machen. Mit Seifenlauge. Mit Seifenlauge auf Laminatfußboden und barfuß. Ich würde mir vorher noch mit Margarine die Hände einschmieren, dass ich auch in Reflex nirgendwo mich festhalten kann, weil mein Körper voller Panik kämpft mit purem Überlebenswillen, dass ich nichts greifen kann. Das geht dann 3 Minuten vielleicht, dieser Kampf, und dann wird's still. Und dann herrscht Entspannung. Schöne Folge, Felix. Freunde, wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ein besinnliches Weihnachtsfest mit eurer ganzen Familie. Hört unseren Podcast unter dem Gabenbaum, sonst f***en wir euch. Hört diesen Podcast und schickt uns auf Instagram Beweisbilder mit eurer Familie. Wir wollen ein Familienselfie von euch und dem zwei vermengte Logo irgendwo auf dem Handy, Spotify oder hören. Hört es auf der Musikbox. Wenn es jetzt euren Großeltern geht, weil das wird nochmal das letzte Weihnachtsfest, was ihr mit dem Sprite aus dem Kopf raus. Ich will, dass ihr zwei vermengte mit euren Großeltern hört. Frohe Weihnachten, Motherfuckers. Nächstes Jahr wird richtig krank. Fick mich.